Hallo, ich bin Wolfhuhn. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im le letzten Teil von Ori and the Blind Forest haben wir unsere Mutter verloren. Und wir haben erfahren, dass wir zum großen Baum müssen. Ah, und ich kann immer noch nicht richtig spielen. Nein, Leertaste war's. Und das probieren wir jetzt mal. Also mal. Spiel gespeichert. Ja, genau, das. Warte mal. Ich kann hier doch schießen, ne? Au! Wow. Okay. Oh. Okay. Wenn ich die Pflanzen kaputt bringe, bringt mir das was? Also, ich muss in der Nähe von dem sein. So. Achso, ich habe doch gar keinen Fähigkeitspunkt. Dann habe ich das irgendwie falsch gesehen. Okay. Dann muss ich erst noch ein paar Gegner umbringen, um automatisch Sachen einsammeln lassen zu können. Ah! Ich habe gedacht, der greift mich, der schießt nur, wenn ich ihn angreife. Da habe ich aber falsch gedacht. Na, bin ich noch zu weit weg? Natürlich, ich müsste den hier wahrscheinlich noch gar nicht umbringen. Nein, das sammle ich nicht ein. Aber zum einen ist es für mich eine gute Übung. Und irgendwann muss ich den wahrscheinlich dann doch umbringen. Ha! Okay, zeig mir noch mal, wie soll ich denn da jetzt da hochkommen? Ha! Oh, was? Halte Space gedrückt, um noch höher zu springen. Juhu, okay. So, dann machen wir die auch noch kaputt. Ja, was haben wir denn hier Schönes gefunden? Geisterportal ist uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaums verbunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Drücke linke Maustaste, um dieses Geisterportal zu aktivieren. Und das Spiel zu speichern. Spiel gespeichert. So, und da ich gut vorbereitet bin, ist mein Headset leer und ich muss erstmal kurz anstöpseln. Einen Moment. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Okay. Da hoch komme ich wahrscheinlich nicht. Okay, da komme ich noch nicht hin. Aber ich kann ja mit dieser Blume irgendwas anfangen, angeblich. Au! Hey! Soll ich jetzt nochmal nach unten und mich wieder auffüllen? Ich glaube erstmal nicht. Ich guck mal, wie weit ich so komme. Das muss man noch üben. Ja, geht doch. Ui, hat gereicht. Oh! Voll reingerannt. Naja, die kann ich auch nicht angreifen. Okay. So, und zurück. Eventuell oder hier. Mal schauen. Und er spielt Dinger hier kaputt. Das heißt, jetzt kann ich wirklich aufsteigen. Ah, okay. Hier scheine ich auch ganz gut zu stehen. Dann mache ich hier mal einen Speicherpunkt. So, will ich die Sachen automatisch einsammeln können oder eine verkürzte Abklingzeit für Seelenverbindung? Was macht das ja? Ich glaube, ich lasse es erstmal einsammeln. Dass die Sachen, wenn ich sie die Gegner schon töte, nicht wieder böse im Wasser landen. Ha. Gut. Ui. Na toll. Ich springe über große Abgründe mit Wasser, das mich umbringt. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Ja, gut zu wissen. Überlebe ich das, wenn ich da nach unten springe? Könnte fast sein, ne? Ja, ich überlebe es.
Schlüsselstein habe ich ja praktischerweise schon. Ich habe mir da voll umsonst zur Panik gemacht. Okay. Dann machen wir den hier mal auf. Ich brauche nochmal einen Schlüsselstein. Menno, okay. Zu früh gefreut. Jetzt habe ich wenigstens wieder volle Energie. Oh, da oben haben wir nochmal was. Ah, ich kann das hier greifen und verschieben. Das ist doch gut. Da haben wir den zweiten Schlüsselstein. Juhu. Und nochmal ein Gegner. Au! Voll reingerannt. So. So. Da sind ja wieder neu aufgetaucht. Ja, diesmal bin ich nicht reingerannt. Einfach stehen bleiben hilft manchmal. Achso, da kann, muss ich hier nach unten. Ja, es geht wieder mal auf. Hallo. Ja, sieht gut aus. Mal gucken, ob ich hier auch nochmal auf freundliche Viecher treffe. Geisterhöhle, Hohlhain. Ich will eher zu dem Hain, hä? Weil Haine und Bäume und so, das gehört doch irgendwie zusammen. Ja, netterweise nach oben gesprungen. Catch. Mich raten, das bekomme ich nicht kaputt. Nein, bekomme ich nicht. Und so ein schönes Rammviech ist natürlich mal nicht in der Nähe. Gut, was haben wir hier? Du hast eine Lebenszelle gefunden. Juhu, jetzt kannst du mehr Vitalität aufbewahren. Finde weitere Lebenszelle, um deine Überlebenskraft zu steigern. Und meine Überlebensdauer gleich mal mit. Ja. Wie komme ich da hoch? Hier komme ich nicht weiter. Na, da kann ich aber ein bisschen hochklettern. Das bringt mir jetzt aber nichts. Voilà. Gut. Renne ich noch mal. Ich halt doch erstmal zur Geisterhöhle. Der direkte Weg wäre langweilig. Geisterhöhle. Okay. Dafür brauche ich wieder so einen Schlüssel, hä? Da werde ich hoch. Ne, werde ich nicht hoch teleportiert. Hier war das Shift und nach unten. Ne, nach unten und Leertaste. Mal lieber hier. So, eins nach dem anderen. Gut. So. Also ich glaube, im Moment bin ich noch in der Phase, wo das Spiel einigermaßen gnädig mit mir ist. Und trotzdem sterbe ich. Eine Seelenverbindung ist bereit. Hallo? Genau. Gut, dass ich das Einsammeln gewählt habe, sonst wäre ich da jetzt nicht dran gekommen. Dann nutze ich das doch gerade nochmal. Machen wir erstmal hier die Dinger weg, die immer wehtun könnten. Wo will ich hin? Ich habe keine Ahnung. Ah, das da unten. Das da sieht interessant aus. Ich gehe mal nach unten. Mal gucken, wo ich dann lande. Ui. Und. Okay. Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienen, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir
das Kartenteilfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Gut, dann suche ich jetzt auch noch ein Kartenteilfragment. Oh ja, das war jetzt einfach. Nicht? Ach nee, das ist ein Schlüsselstein. Doch nicht ganz einfach. Hallo, da waren wir vorhin. Glaube ich. Oder? Nein, nicht ganz. Ah, wie ich dann. Also, ich habe schon mitbekommen, dass man später tauchen kann. Dann käme ich wohl hier hin. Muss ich mir mal vielleicht doch die Fähigkeitspunkte genau durchlesen. Damit ich weiß, was ich steigern muss. Was mache ich? Da direkt mal. Die Lampe. Upp, wenn ich schaffe hochzukommen, kann ich die Lampe noch kaputt machen? Leider nicht. Ja, es geht. Aber eventuell auch so. Ja, gut. Also, wo kann man tauchen lernen? Wasseratmung hier. Im sauberen Wasser zu atmen. Aber das Wasser sah nicht unbedingt sauber aus, oder? Guck mal, was es hier gibt. Kartenmarkierung. Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Nochmal so eine Hilfssache. Ah, das sind alles so Hilfssachen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das sind eher so Kampfsachen. Okay, also ich habe da jetzt nichts gefunden, was mir da direkt helfen würde. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, das war nicht so ganz ideal, ich gebe es ja zu. So. Kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Ich will aber auch. Tja. Schade, funktioniert aber nicht. Dann gehen wir mal doch erstmal nach unten. Aus Ermangelung anderer Möglichkeiten. Ja, da muss ich noch näher hin. Na toll. Aua. Jetzt stelle ich mich mal wieder schlecht an. Ja, natürlich. Also ich würde sagen, so oben drauf zu stehen ist gar keine schlechte Idee. So. Ui. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Überspringen. Da muss ich dagegen springen, um da was zu bekommen. Ja, genau. So, da komme ich jetzt natürlich noch nicht hoch. Die war einiges größer als ich. Eine böse Schwester. Das Licht des Geisterbaumes lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unseren Feinden angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist. Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geisterin. Hallo Phil? Ja, ich klaute gerade mal dann nicht, hä? Ja, okay. Du hast den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter der Verwendung der Pfeiltasten von einer Wand zu einer Wand hin bewegen und dann wiederholt Space drücken, um dann nach oben zu springen. Okay, ich hoffe, die WASD tut's auch. Probieren wir mal aus. Ja, funktioniert auch. Geschafft.
Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie sammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und ein Spiel speichern kannst. Gut. Oh, die Spiegelung sieht da schön aus. Hier im Wasser. Ui. Okay. Ja, der Wandsprung hilft natürlich. Ah! Na, nicht, wenn ich voll in die Dornen reinrenne. Was war das für ein Ding? Sieht aus, als wäre es runtergefallen, wenn ich unten drunter durchgelaufen wäre. Wäre mir auch noch ganz fies. So, aber jetzt kommen wir schon wieder viel besser voran. Ups. Geschicklichkeit gehört natürlich trotzdem dazu. Habe ich mich gerade gedreht und mit den Ohren oben gehalten? Hui. Das ist aber nicht nett von dir. Stehe ich da noch unter Granatenbeschuss? Ja, so bin ich direkt mal viel flexibler. Wo will ich eigentlich hin? Ich gehe mal hier nach links. Nein. Ich habe nicht richtig auf die Uhr geguckt. Ich hoffe, die Folge wird jetzt nicht zu kurz, wenn ich die Sachen hier sehe und beschließe, dass ich hier in einer anderen Folge weitermache. Ja, ich kneife, aber nur erstmal. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder gefallen. Du kannst mir gerne einen Daumen da lassen, wenn das so ist, oder mir auch einen Kommentar da lassen, wenn es dir gefallen hat oder ich was besser machen soll. Ich nehme wie immer alles gerne und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, dein Wolfhuhn.